Da sind unsere Pfirsich Heiligen. Gut, wir sind die Brüder, die Jiangu am besten kennen. Cool. Jetzt haben sie alle eine Quest. Wir nehmen die... Sind das die Quests? Ja, das sind... Gut, ich möchte jetzt trotzdem erst, bevor ich diese Quests annehme, möchte ich diese hier machen. Da können wir dann 5 an einer Ecke annehmen nächstes Mal. Es ist irgendwie schon ein bisschen... Ja, es ist manchmal ein bisschen verwirrend. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass meine Aufnahme ruckelt. Ich hoffe einfach mal, dass mein... Also, dass im Programm ruckelt. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht... es die ganze Zeit geruckelt hat. Oder ihr das zumindest nicht bemerkt habt. Ich habe schon viel von euren Abenteuern in Jiangu gehört. Der Großmeister ist stolz auf euch, weil ihr unsere Schule Ehre gebracht habt. Vernachlässigt euer Training nicht auf euren Reisen, damit ihr täglich ein besserer Kampfkünstler werdet. Ich möchte euch zunächst unterschiedliche Stile verwenden sehen. Die Fähigkeit natürliches Wachstum, erleuchtende Feuchte und Federschwarzloch. Zeigt mir, was ihr könnt. Beweist, dass ihr bereit seid, mein Schüler zu sein. Warte. Natürliches Wachstum? Natürlich, war das... Ah. Es steht ja dort, was wir sollen. Dann brauchen wir die 2. Und die 3. So, jetzt können wir auch dann die nächste Runde mit diesen Fähigkeiten kämpfen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gut, ihr scheint auf den freien Kampfstil vorbereitet zu sein. Nachdem ihr diese Quest abgeschlossen habt, könnt ihr auf das Plus-Symbol in eurem Fähigkeitenmenü klicken, um einen benutzerdefinierten Stil zu erstellen. Ihr könnt dann aus unterschiedlichen Stilen verschiedene Fähigkeiten wählen, die ihr zusammen verwenden könnt. Ich hoffe, ihr habt Gefallen daran, euren eigenen Stil zu prägen. Vielleicht erschafft ihr einen Stil, den wir selbst irgendwann dauerhaft übernehmen. Kreiert jetzt euren eigenen freien Kampfstil. Okay. Okay, ich habe wahrscheinlich wieder nicht richtig gelesen, oder? Doch, aber im Fähigkeitenfenster. Ah.
das braucht wahrscheinlich. Ich sollte vielleicht gucken, wie lange das zum Auf Laden benötigt. Dreißig Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 18 Sekunden, 24. Das sind 18 Sekunden. Okay, dann das 15 Sekunden. 20. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das später einfach einmal ausprobieren. Also nicht jetzt diese Runde. Ich lasse das jetzt einfach mal so drinnen. Ich habe keine Ahnung. Es könnte aber bestimmt lustig werden. Aber dann. Vielleicht haben wir ja Glück und wir bekommen ganz zufälligerweise irgendwelche Gegner. Oder ich sehe mir das Ganze einfach nochmal an, wenn ich gerade nicht aufnehme. Da habe ich auch ein bisschen länger Zeit. Aber jetzt würde ich sagen, ich mache für jetzt im Moment Schluss. Ich habe jetzt doch fast eine Stunde aufgenommen. Und nächstes Mal geht es dann mit dem Luoyang Quest weiter. Bis dann. Ciao.